Jetzt an, ist es okay? Weil wir haben nur Übersetzung bis 7:10 und ich will so knappe halbe Stunde etwas erzählen und dann Ihnen auch noch Zeit geben, dass wir sprechen können oder diskutieren. Hier auf der Konferenz ist ja viel schon gesagt worden und wird auch noch gesagt worden, auch viel zu sehen über die Einflüsse, die Substanzen wie LSD auf die Kunst, die Literatur, auf visuelles oder auch auf akustisches Erleben haben können. Und ich will auf einen Aspekt heute eingehen, der in eine etwas andere Richtung geht, nämlich auf die Frage, inwieweit die Entdeckung und die Verbreitung des LSD in den 40er, 50er, 60er Jahren eben auch Einfluss auf unsere Technikgeschichte gehabt hat. Und diesen Einfluss kann man ziemlich deutlich machen und ich will das kurz referieren und stehe dann auch noch für Details zur Verfügung, die wir dann besprechen. Kaum ein Kapitel der Technikgeschichte ist ausführlicher beschrieben worden als die Entstehung des Personal Computers. Die üblichen Geschichten darüber beginnen mit Steve Jobs, Steve Wozniak und dem ersten Apple PC 1976, um sich dann nach einem kurzen Rückblick auf den Altair Computer 1974, der legendären First West Coast Computer Fair 1977 und dem IBM PC 1981 und allem, was dann folgte, zu widmen. Die etwas avancierteren Historien berichten dann vielleicht auch noch davon, dass Steve Jobs im Palo Alto Research Center Park von Xerox, wo man am Büro der Zukunft herumgetüftelte hat, die Ideen für seinen ersten Mac aufsaugte und umsetzte, um dann seinerseits von einem gewissen Bill Gates beklaut zu werden. Begonnen freilich hat die Geschichte des PCs schon lange bevor diese geschäftstüchtigen Gründer und Entrepreneurs die Szene betraten, Ende der 50er Jahre, im Umfeld der Stanford-Universität. Hier legten einige visionäre Forscher, Ingenieure und Programmierer die Wurzeln für die Entwicklung des PCs und des Internet und wurden zur Keimzelle für das, was sich auf der Halbinsel südlich von San Francisco dann zur Boomtown einer technologischen Revolution entwickelte, das Silicon Valley. Ich beziehe mich jetzt und im Folgenden vor allen Dingen auf ein Buch, das John Markoff kürzlich veröffentlicht hat, der als Senior Writer der New York Times die Computerindustrie seit Jahrzehnten begleitet. Er ist diesen Anfängen nachgegangen und hat sie in einem unlängst erschienenen Werk What the Dormouse Said, How the 60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry veröffentlicht. Eine bisher unerzählte und auf den ersten Blick unerhörte Geschichte, die von den psychedelischen Ursprüngen des persönlichen Computers. Remember what the Dormouse said, feed your head, feed your head. Der Titel von John Markoffs Buch entstammt der Zeile des Songs White Rabbit von Jefferson Airplane, der mit seiner Anspielung auf die Verwandlung in Alice im Wunderland in den 60er Jahren zu einer der Hymnen der Bewusstseinserweiterung wurde. Die Haselmaus, die ermahnte, den Kopf zu füttern, und zwar mit den bis Mitte der 60er Jahre noch legalen Substanzen wie LSD, Psilocybin oder Mescalin, hat er aber nicht erst im Summer of Love 1967 gefunden. Schon Jahre bevor Harvard-Dozent Timothy Leary den allgemeinen LSD-Gebrauch propagierte und Anweisungen zur sicheren Durchführung von Bewusstseinsreisen veröffentlichte und lange bevor die Popwelt Bob Dylan, die Beatles und die Jugendkultur nachzogen,
hatte sich ein ganz anderer Menschenschlag mit der erstaunlichen Wirkung psychedelischer Substanzen vertraut gemacht. Schon 1957 hatten die ersten Ingenieure, Mathematiker und Wissenschaftler in Stanford im privaten Rahmen damit begonnen, und 1961 richtete Myron Stolaroff, er ist hier auf der Konferenz, Sie werden ihn schon gehört und gesehen haben vielleicht, der damalige Chefdesigner des Tonaufzeichnungsgeräteherstellers Ampex, mit dem International Institute for Advanced Studies ein Zentrum ein, das sich der Erforschung von Psychedelika und ihrem Einfluss auf kreative Problemlösungen widmete. Myron Stolaroff, der auch an dieser Konferenz, wie gesagt, teilnimmt, war damals über Gerald Hart, einen Freund und Kollegen des Autors Aldous Huxley, in Kontakt mit LSD gekommen. Ich habe zum Geburtstag von Albert Hofmann ein Buch herausgegeben, das gerade erschienen ist. Wir werden das auch morgen noch präsentieren hier und vorstellen. Und dort haben wir Myron Stolaroff auch gebeten, etwas zu schreiben. Und er beschreibt in seinem Aufsatz hier in diesem Buch dieses LSD-Erlebnis als die entscheidende Erfahrung seines Lebens. Ich zitiere: In den 50er Jahren hatte ich das große Glück, mit Gerald Hart bekannt zu werden, dem begabten Schriftsteller und Mystiker mit einem tiefen Verständnis der höchsten Bewusstseinszustände. Bei einem meiner Besuche brachte er das Thema LSD auf. Er erzählte mir, dass er und Aldous Huxley es von einem kanadischen Gentleman namens Al Hubbard erhalten hätten. Ich traf Al kurz darauf und war so von ihm angetan, dass ich nach Kanada ging, um es selbst zu probieren. Dieses Ereignis sehe ich als den wichtigsten Schritt meines Lebens. An einem Tag erfuhr ich mehr über die Realität und wer wir als menschliche Wesen sind, als ich vorher auch nur geahnt hatte. Ich betrachte das als die wichtigste Entdeckung, die je gemacht wurde, und es gab nichts Wichtigeres für mich, als das ganze Potenzial, das LSD bietet, zu verwirklichen. Soweit Myron Stolaroff. Das von ihm gegründete International Institute for Advanced Studies führte bis zu seiner nach dem Verbot von LSD 1966 angeordneten Schließung 350 Personen durch geleitete LSD-Sitzungen. In einer Pilotstudie mit den ersten 153 Probanden wurde ermittelt, wie sich diese Erfahrungen auf die persönliche Entwicklung und ihre Arbeit ausgewirkt hatten. Und die Ergebnisse klangen enthusiastisch. 83% erfanden die Erfahrung als wohltuend. 88% gaben an, sich selbst und andere besser zu verstehen. Weiterhin wurde zum Beispiel eine Verbesserung der Kommunikation von 69% sowie eine neue Sichtweise der Welt konstatiert. Darüber hinaus vermerkten die Forscher, dass nur einer der Probanden angab, durch die Sitzungen mentale Probleme bekommen zu haben, dies aber ein Jahr später revidiert hätte. Aus dieser Zeit stammen ja insgesamt über 1000 wissenschaftliche Studien. Nach seiner Entdeckung 1943 bis zum Verbot 1966 haben über 40.000 Patienten in solchen, wie dem hier beschriebenen Institut LSD, Erfahrungen gemacht. Und die meisten dieser Forschungsberichte und wissenschaftlichen Papiere hat Albert Hofmann gesammelt. Und Erowid, die Leute, die gerade hier vor mir dran waren, haben die großartige Arbeit geleistet in den letzten 10 Jahren oder 5 Jahren, alle diese Arbeiten einzuscannen. Sie können also fast alles, was über LSD von 1943 bis Anfang der 60er Jahre an wissenschaftlichen Arbeiten publiziert worden ist, einsehen online. So positiv diese Erfahrungen von nahezu allen Probanden auch empfunden wurden, brachten die Experimente, die im Institute for Advanced Studies durchgeführt wurden und bei denen der direkte Einfluss der LSD-Wirkung auf kreative Problemlösungen gemessen werden sollte, eher bescheidene Ergebnisse.
Douglas Engelbart etwa, der Erfinder der Maus und einer der Visionäre des Personal Computing, erfand auf seinem zweiten LSD-Trip ein Tinkle-Toy, ein Ball, der sich bewegt, wenn er von einem Wasserstrahl getroffen wird. Für kleine Jungs, die man zum zielgenauen Pinkeln erziehen will, sicher ein pädagogisch wertvolles Spielzeug. Für die große Vision von Doug Engelbart freilich die Erweiterung der Intelligenz durch Computer ein eher kleiner Fortschritt. Mit seiner Idee von Computern als Augmentation, Vergrößerung der menschlichen Kapazitäten, stand Engelbart im Kontrast zur Hauptlinie der Computerforschung in der damaligen Zeit, die in den 50er, 60er Jahren auf Artificial Intelligence setzte, also das Elektronengehirn, der Computer als Ersatz menschlichen Denkens. Engelbart hingegen ging es um eine Erweiterung des menschlichen Potenzials und den Computer als Werkzeug und Medium der Kommunikation. Diese Philosophie legte es ihm auch nahe, psychedelische Drogen als Werkzeuge zu akzeptieren, und wie er durchliefen viele andere Professoren und Mitarbeiter der Computerforschung in Stanford die Sitzungen des Instituts, ebenso wie aber auch Künstler und Wiederdichter Allen Ginsberg oder der Fotograf Stuart Brand, der 1968 den Whole Earth-Katalog herausgab, der zu einer Art Bibel und Gebrauchsanweisung der Alternativkultur wurde. Apple-Mitgründer Steve Jobs bekundete gegenüber Markov in diesem Buch, dass für ihn die LSD-Erfahrungen, Zitat, zu den drei wichtigsten Erlebnissen meines Lebens zählten. In einem Essay für das Time Magazine schrieb Stuart Brand 1995, Zitat, vergesst Antikriegsprotest Langhaarige und Woodstock. Das eigentliche Erbe der 60er-Jahre-Generation ist die Computerrevolution. Besuchern des Stanford Research Institutes fiel das Mitte der 60er-Jahre sofort auf. In Engelbarts Arche, dem Augmentation Research Center, saßen keine typischen Techniker in Schlips und Kragen, sondern Typen in bunten Hemden mit langen Bärten und Haaren. Auf dem Boden lagen Teppiche und in der Luft duftete es nach Marihuana. Mit der Bewusstseinserweiterung zum Zwecke technischer Problemlösungen hatte unbemerkt auch ein neuer Geist in die heiligen Hallen der vom US-Militär finanzierten Forschungsstätten Einzug gehalten. Die Antikriegsbewegung, das Free Speech Movement, die Hippie-Kultur. Ein Lebens- und Arbeitsstil, der das Denken über die täglichen Routinen hinausbrachte. Aus dieser speziellen Mischung von begabten Wissenschaftlern, inspirierenden Drogenerfahrungen und kulturellen Umwälzungen entstand das kreative Klima, in dem die bahnbrechenden Erfindungen des Computerzeitalters realisiert wurden. Cursor, Maus, Texteditoren, Sounds, grafische Oberflächen sowie die Vernetzung von Computern, die zum Internet führt. Dass es immer Verbotenes ist, wie etwa Pornografie, dass neue Medien von der Fotografie bis zum Videorekorder zur Massenakzeptanz verhilft, diesem Aspekt der Technik-Kulturgeschichte können wir eine weitere Variante hinzufügen. Drei Jahrzehnte vor eBay und Amazon wurde der erste E-Commerce-Handel zwischen Studenten der Stanford University und dem Massachusetts Institute of Technology, MIT, getätigt. Sie benutzten die Verbindungen des ARPANET, dem Vorgänger des heutigen Internet, für die erste E-Mail. Und was wurde getan? Sie arrangierten einen Marihuana-Deal. Dass es sich bei dieser Nutzung neuer Medien für zivilkulturelle Zwecke historisch immer um einen Missbrauch von Heeresgerät handelt. Diese These des Medientheoretikers Friedrich Kittler, Professor an der Humboldt-Universität, findet in Markovs Frühgeschichte des Silicon Valley mehr als eine Bestätigung. Schon die 1959 gelungene Miniaturisierung von Transistoren in integrierte Schaltkreise war im Auftrag des Militärs erfolgt, dass die bis dahin zimmergroßen Transistorrechner zur Steuerung von Raketen einsetzen wollte.
Und auch die anschließende Forschung zu Computern und künstlicher Intelligenz wurden weitgehend vom Pentagon und von der NASA finanziert. Auch mit Substanzen wie dem 1943 in Basel entdeckten LSD, der stärksten bewusstseinsverändernden Substanz, war zuvor vom Militär und Geheimdiensten als Wahrheitsserum und als psychologischer Kampfstoff experimentiert worden. Wir haben hier auf der Konferenz unter anderem von Martin Lee davon gehört. Doch so wie Myron Stolaroff diesen Gebrauch mit seinem Institut und eine neue Wirkung und eine neue Wendung gab und LSD als Werkzeug zur intellektuellen und spirituellen Entwicklung nutzte, so hatten auch die Forscher in Stanford zunehmend die individuelle und persönliche Nutzung des Computers und weniger Militärisches im Sinn. Schon 1961 war der Mathematikstudent Fred Moore mit seinem Hungerstreik gegen Wehrpflicht und Einberufung auf den Treppen des Stanford-Gebäudes zum Pionier des Vietnamkrieg-Protests geworden, der ab Mitte der 60er Jahre zu einer Massenbewegung wurde. Anhand des Friedenskämpfers Fred Moore, des Human Potential Aktivisten Myron Stolaroff und des Technikvisionärs Douglas Engelbart kann man die drei verschiedenen Stränge nachzeichnen, deren Zusammenfließen 15 Jahre später die Computerrevolution auslöste. Allerdings nicht geradlinig und linear, sondern durch das Chaos und die Konflikte, die durch den Zusammenprall so verschiedener Konzepte und Weltbilder entstand. Mit dem sich abzeichnenden Vietnam-Debakel spitzten sich auch die Konflikte der Stanford-Forscher mit ihren militärischen Finanziers zu. Freilich nicht so weit, dass sie ihren geliebten Maschinen etwas zu Schaden kommen lassen wollten. Als radikale Demonstranten der Hardware des Instituts zu Leibe rücken wollten, verweigerten sie die Solidarität mit der Auskunft, Computer sind politisch neutral. Die Pioniere fühlten sich allerdings unter dem Dach ihrer militärfinanzierten Labors zunehmend unwohler. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass die Computerrevolution auswanderte. Fred Moore gründete 1971 den Homebrew Computer Club, eine Vereinigung von Computerfans und Bastlern, aus deren Mitgliedern bald nicht nur über 20 verschiedene Unternehmen, einschließlich Apple Computer, hervorgingen, sondern auch eine Community und ein Geist, deren Spuren bis heute noch spürbar sind. Hier entstand jene Philosophie, die als Hackerethik bezeichnet wird und deren 5 Gebote lauten: Erstens, der Zugang zu Computern sollte unbegrenzt sein. Zweitens, alle Informationen sollten frei sein. Drittens, misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Viertens, Computer können Kunst und Schönes schaffen. Fünftens, Computer können dein Leben verbessern. Gegen diesen kollektiven Geist des Sharings und der Open Source, des offenen Austauschs von Informationen und von Software, den der Homebrew Computer Club pflegte, regte sich bald Widerstand. In einem offenen Brief an die Mitgliederzeitung beschwerte sich ein junger Softwareentwickler, dass die Bastler des Clubs die Programme frei untereinander austauschten, anstatt sie zu kaufen, und er deshalb für seine Arbeit nicht einmal auf einen Stundenlohn von $2 käme. Der Name dieses unterbezahlten Jammerlappens: Bill Gates. Eine kleine anarchistische Gemeinschaft von Tüftlern und Hackern hat den Fehler gemacht, das Feuer den Massen zu geben. Niemand gibt es zurück, es ist ein verlorenes Paradies. Diese wundervolle Gemeinschaft ist keine Gemeinschaft mehr. Das stellte die Website Slashdot.org in einer Rezension von Markovs Buch fest. Slashdot ist wie Mozilla einer der letzten Fackelträger jenes Geistes, der von Figuren wie Bill Gates und dem Boom der PC-Industrie ab Anfang der 80er Jahre überrollt worden ist. Das dezentrale und führerlose Internet zeigt unterdessen aber, dass diese Ideale nicht ganz tot zu kriegen sind und sich an entscheidenden Stellen auch immer noch bemerkbar machen. Allen Dollarmilliarden von Computerkonzernen zum Trotz
und immer noch für Innovationen sorgt, wie in den letzten Jahren mit Programmen wie dem Mozilla-Browser Firefox, mit freien Betriebssystemen wie Linux oder wie mit der freien Enzyklopädie Wikipedia, die innerhalb weniger Jahre zur größten Wissenssammlung der Welt wurde. Doch nicht nur in der Quantität ist zum Beispiel dieses freie Lexikon der copyright-bewährten Konkurrenz mittlerweile überlegen, auch die Qualität der Information kann sich sehen lassen. Dass jeder Benutzer Lexikon-Einträge herstellen und bestehende ergänzen kann, scheint der Unzuverlässigkeit auf den ersten Blick Tür und Tor zu öffnen. Doch nur, wenn man die Selbstregulierungsfähigkeiten großer offener Systeme nicht berücksichtigt. Den vielen Millionen Usern, die Wikipedia mittlerweile täglich nutzen, fallen Fehler oder gar mutwillige Fälschungen in der Regel sehr schnell auf und werden umgehend korrigiert. Das britische Wissenschaftsmagazin New Scientist hat die Qualität des Wikipedia-Wissens unlängst von einer Gruppe Fachwissenschaftler untersuchen lassen. Jeder Experte sollte einen Wiki-Eintrag aus seinem Fachgebiet mit dem entsprechenden Eintrag in der Encyclopaedia Britannica vergleichen und bewerten. Das Ergebnis war, dass Wikipedia nur unwesentlich schlechter abschnitt als die weltweit als zuverlässigstes lexikalisches Standardwerk geltende Encyclopaedia Britannica. Während Microsoft, Intel und Co. fieberhaft an Schutzfunktionen arbeiten, die den freien Austausch von Informationen über Computernetzwerke verhindern, ist die Open-Source-Gemeinde dabei, die Idee des Copyrights und des Fair Use neu zu definieren. Der Drang der Computerhacker zum Teilen und das Streben der Unternehmen nach Geld, dies ist eine Konfrontation, die unausweichlich die nächste technologische Revolution bestimmen wird. Die Bühne ist bereitet für einen Zusammenprall von Wertvorstellungen, ein Widerhall jener eigentlichen Kräfte, die das Silicon Valley erschufen. So lautet das Resümee von John Markov im Ausblick seines Buchs. Es ist sehr gut recherchiert, sehr spannend und hält nicht nur ein weitgehend unbekanntes Kapitel der Technikgeschichte fest. An mehr als einer Stelle räumt Markov allerdings auch dem Klassiker zum Thema, Stephen Levys Buch Hackers, Heroes of the Computer Revolution, den verdienten Kredit ein. Aber es gewährt vor allem den unkonventionellen Kräften und Methoden, die die bedeutendste Information unseres Zeitalters schufen, den gebührenden Raum. Dass dabei auch mittlerweile dämonisierte chemische Hilfsmittel zur Bewusstseinserweiterung im Spiel waren, mag auf den ersten Blick und im Zuge des Kriegs gegen Drogen wie ein falsches Signal klingen. Nüchtern betrachtet zeigt es indessen nichts anderes, als dass Innovationen stets eines befreiten Blicks über den Tellerrand hinaus bedürfen. Ohne Open Mind keine Open Source, könnte man also sagen. Denn auch technologische Entwicklungen verlaufen nicht linear und kausal, sondern chaotisch und selbstorganisiert. Und kulturelle, soziale und spirituelle Einflüsse sind für technische Innovationen ebenso bedeutsam wie fachliche und wissenschaftliche Faktoren. Deshalb ist dieser archäologische Bericht aus der Frühzeit des Silicon Valley auch kein einfacher Technikreport. Er dokumentiert eine entscheidende Phase unserer jüngeren Kulturgeschichte. Wie diese technokulturellen Innovationen von der Westküste der USA mit der üblichen Verspätung nach Deutschland schwappten, erlebte ich zufällig im Herbst 1981 bei der TAZ, wo ich arbeitete und wo sich unser Plenumsraum neben der Kulturredaktion zu ungewohnter Zeit mit Leuten gefüllt hatte. Was ist denn da los, fragte ich einen Kollegen. Irgendwelche Computerfreaks gründen da einen Verein. Ich verstehe nur Bahnhof. Das ging mir ähnlich, als ich später ein bisschen zuhörte. Außer bei einem bärtigen Mann in Latzhosen, der von Daten, Modems, Akustikkopplern und so weiter nicht wie ein Techniker sprach, sondern eher wie ein Ökogärtner von Pflanzen und Gartenwerkzeugen. Das war Wau Holland, der mit den anderen gerade dabei war, den Chaos Computer Club zu gründen, deren Vereinszeitung Datenschleuder ich fortan regelmäßig las, ohne mit den meist technoiden Fachartikeln irgendwie viel anfangen zu können. Sehr wohl aber mit dem Geist, der aus Waus Beiträgen mit so schönen Titeln wie Daten, Aufzucht und Pflege wehte.
sowie mit der Empörung über den für heutige jüngere Leute kaum noch vorstellbaren Straftatbestand, den es in dieser grauen IT-Vorzeit darstellte, eine Telefondose in Deutschland auch nur aufzuschrauben, geschweige denn irgendetwas anderes als ein amtliches Fernsprechgerät daran anzuschließen. Die kreative Mischung aus antiautoritärer Auflehnung, angetörnter Verrücktheit und euphorischem Innovationswillen, die wir als den Humus der PC-Frühzeit beschreiben können, ließ sich auch bei dieser ersten Chaos-Computersitzung spüren. Sie fand bezeichnenderweise an jenem Revolutionsmöbelstück statt, das unser Taz-Kollektiv von Deutschlands erster Wohngemeinschaft, der Kommune 1, geerbt hatte. Ebenso scheint es kein Zufall, dass dann die erste Hackerbibel mit gesammelten Beiträgen aus der Datenschleuder bei der Grünen Kraft erschien, dem auf Psychedelika spezialisierten kleinen Verlag des ehemaligen LSD-Dealers Werner Pieper, ist auch hier auf der Konferenz und hat schon geredet. So viel kurz zur Frühgeschichte des Silicon Valley und den Anfängen dessen, was in Form von weltweit vernetzten PCs mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Vor dem naiven Kurzschluss, dass man nur LSD nehmen muss und schwupps so kreativ und genial wird, dass man gleich das Internet erfindet, muss ich hier nicht ausdrücklich warnen. Aber dass der Open Mind die geöffneten Pforten der Wahrnehmung bei den Pionieren des Computerzeitalters eine zentrale wichtige Rolle spielte, das lässt sich nach diesem nüchternen Report auch nicht mehr einfach als Hippie-Mythos abtun. Die These, dass ohne Albert Hofmanns Entdeckung diese bedeutende technische Entwicklung unseres Zeitalters anders verlaufen wäre, ist nicht aus der Luft gegriffen. Auch wenn die Idee des persönlichen und des interpersönlichen vernetzten Computers in der Luft lag. Aber sie wurde nicht aufgegriffen, bis einige Leute ihre Bewusstseinsantennen neu justierten. Im Blick auf die Technikgeschichte ist es interessant, dass nahezu alle technologischen Errungenschaften unserer Zeit von der Science-Fiction-Literatur imaginiert und vorhergesagt worden sind. Jules Verne und andere haben bis zur Raumfahrt alles beschrieben, was wir heute als technische Selbstverständlichkeiten ansehen. Wissenschaftliche Prognostiker haben die technischen Entwicklungen, die Auswirkungen auf Wirtschaft, Verkehr und Alltag belegt und ausgemalt. Und selbst wenn sie sich bisweilen im Zeitraum irrten, in dem eine bestimmte Erfindung oder Entwicklung relevant wird, wurden fast alle bedeutenden technischen Entwicklungen vorhergesehen. Bis auf eine, und erstaunlicherweise ist es für unsere Zeit die bedeutendste überhaupt, der Personal Computer und das Internet. Kein Science-Fiction-Autor, kein Zukunftsforscher, kein Trendanalyst hat das World Wide Web in seiner heutigen Form in den 50er oder 60er Jahren beschrieben oder vorhergesehen. Und scheinbar bedurfte es irgendwie des Zaubertranks LSD, den Myron Stolaroff in das Tal brachte, das heute Silicon Valley genannt wird, um diesen blinden Fleck zu beseitigen und den Technikern und Ingenieuren die Pforten der Wahrnehmung für die Vision freifließender, unbegrenzter Information zu öffnen. Die Kulturgeschichte des LSD ist noch nicht geschrieben, die Landkarte der Einflüsse, Anstöße, Inspirationen noch nicht gezeichnet, die das magische Erlebnis der LSD-Erfahrung bei Millionen von Menschen bewirkt hat. Nicht nur, wie unsere Exkursion in die Frühgeschichte gezeigt hat, in der Technologieentwicklung, sondern auch in Bereichen von Kultur und Gesellschaft insgesamt. Auch wenn Albert Hofmann den leichtfertigen Umgang mit LSD immer bedauert und kritisiert hat und dieser ein Totalverbot nahezu unausweichlich machte, hatte die Verbreitung im Untergrund der Hippie-Bewegung einen unübersehbaren Einfluss auf die kulturellen Entwicklungen unserer Zeit. Dass die Beatles ihr Sgt. Pepper-Album, das als Meilenstein der zeitgenössischen Musik gilt, Albert Hofmann mit einem Dankesschreiben zuschickten, wir haben das Foto hier im Buch, war kein Zufall. Vielen Künstlern und Kreativen hat die LSD-Erfahrung Perspektiven eröffnet, den Blick über den Tellerrand hinaus, eine neue Welt. Das heißt, wie gesagt, natürlich nicht, dass man nur einen Trip unternehmen muss und schon macht man geniale Musik. Dennoch scheint es wichtig, die Einflussspuren, den Impact, den diese Erfahrung hinterlassen hat, nachzuspüren und sie auch in Zukunft nutzbar zu machen. Vor genau 20 Jahren, im Januar 1986, eröffnete die US-Regierung unter Ronald Reagan eine neue Offensive im War on Drugs mit der Kampagne Just Say No.
Tim Leary und andere haben diesen idiotischen Slogan sofort auf den Punkt gebracht. Just say no. Einfach wissen, Bescheid wissen, ist das wichtigste Gebot im Umgang mit jeder Art von geistbewegenden Substanzen. Und niemand anderes als Albert Hofmann hat einen solchen wissenden, sachgemäßen Gebrauch seiner Erfindung immer wieder angemahnt. Dass die Welt zu einem solchen wissenden Umgang mit den Pflanzen der Götter zurückfindet, ist sein allergrößter Wunsch. Und dem können wir uns hier auch nur anschließen. Die Öffnung des Bewusstseins in den 60er Jahren hatte revolutionäre Auswirkungen. Und wenn wir auf die 68er Kulturrevolution von heute zurückschauen, dann waren es tatsächlich nicht die politischen Konzepte und Parolen dieser Zeit, die überlebt haben und heute selbstverständlich sind. Es waren die kulturellen Impulse von der Wiederentdeckung der Natur, die zum ökologischen Denken, zum Aufstieg der Grünen führte, über die Wiederentdeckung des Weiblichen bis zur Befreiung von Sexualität und Lebensstilen aus bürgerlichen Zwängen und die Hinwendung zu östlicher, ganzheitlicher Philosophie und Spiritualität. Es waren nicht die Politköpfe und ihre Parolen, die die entscheidenden Impulse dafür legten. Es waren die Hippies, die Kommunaden, die Körnerfresser, die Langhaarigen. Nicht die politischen, sondern die existenziellen Kämpfer. Und insofern scheint auch für die Zukunft sowohl des Planeten als auch jedes Einzelnen die Reihenfolge wichtig, die sie in diesem Kampf angaben. Free your mind and your ass will follow. Danke.